herzlich willkommen in unserem kleinen Studio in Norddeutschland. Mein Englisch ist ja nicht so perfekt, aber keine Sorge, wir haben heute einen Interviewgast, der Englisch spricht. Es ist Kara St. Louis aus Amerika, die ein tolles Buch über Chemtrails und Geoengineering geschrieben hat. Unter dem Titel Die Sonnendiebe ist das im Buchhandel erhältlich. Es ist sehr spannend als Roman geschrieben und wirklich guter Lesestoff. Wie ein Thriller mit profundem Wissen über die Luftfahrt, die Strukturen im militärisch-industriellen Komplex, und es führt in die dunkle und komplexe Welt der Hintergrundmächte. Man bekommt einen Einblick in die Welt des Geoengineering und die dahinterstehenden Pläne und erfährt etwas über die Gedankenwelt der Piloten, die diese Dinge ausführen müssen. Kara, kannst du uns kurz darstellen, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist? Gab es etwas in deinem Leben, was bei deinem Roman sozusagen als Initialzündung angesehen werden kann? War da nicht was mit deiner Mutter als Opfer dieser unsäglichen Geschichte? Ja, sicher. Je mehr ich darüber nachdenke und rede, desto faszinierender erscheint mir das ganze Thema. Besonders, wenn ich die Faktenanhäufung durchleuchte. Also am 10. Juli 2010 war ich noch ein ganz normaler Mensch, eine normale Person, lebte mein normales Leben in Saco, Maine. Ich bin eine Mutter von drei Kindern und tat, was man eben so tut, damit das Familienleben schön fließt. Aber dann, am 11. Juli 2010, es war ein wunderschöner sonniger Sonntagmorgen, da wurde meine Mutter auf dem Weg in die Kirche, knapp 100 Meter von ihrer Wohnung auf dem Zebrastreifen, von einem Mann in einem Kleinbus überfahren und schwer verletzt. Sie starb dann ein paar Stunden später im Kreise ihrer Familie in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Portland, Maine. Das hört sich im Grunde schon für sich wie eine sehr traurige Geschichte an, die schon allein als ein unvorstellbar tragischer Vorfall gelten könnte, eine grausame Wendung des Schicksals. Aber es dauerte nicht sehr lange, da wurde mir deutlich, ich wurde einfach stutzig. Ich stieß als Tochter und Verwalterin ihres Nachlasses auf Dinge, die mich stutzig werden ließen. Dazu kam ein tief sitzendes Gefühl, dass da ganz viele Punkte noch aufgeklärt werden mussten, und zwar hingen die mit dem Beruf meiner Mutter zusammen. Eigentlich war sie Musiklehrerin gewesen, aber im Verlauf ihres Berufslebens hatte sie umgesattelt und war als wissenschaftliche Redakteurin für die US-Regierung tätig gewesen. Mein Interesse wurde geweckt, als mir bestimmte Dinge auffielen, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit für die US-Marine auftauchten. Im Londoner Forschungszentrum der US-Marine war sie als Redakteurin für wissenschaftliche Berichte damit beauftragt, diese vor ihrer endgültigen Veröffentlichung nochmal redaktionell zu überarbeiten. Im Einzelnen handelt es sich nach meiner Kenntnis um Forschungsprojekte, die durch neue Erkenntnisse anfallenden Ergänzungen zu diesen Projekten. Durch diese Arbeit erhielt meine Mutter Kenntnis von vielen Forschungsprojekten, an denen die Wissenschaftler im Auftrag der Marine arbeiteten. Diese Berichte wurden dann weltweit anderen Wissenschaftlern zugänglich gemacht, die ebenfalls für den militärisch-industriellen Komplex arbeiteten. Es ist natürlich klar, dass jemand, der mit einer solchen Aufgabe betraut ist, eine sehr hohe Sicherheitsstufe bekommt. Denn kaum ging ein Projekt ohne das Wissen der Endredaktion über die Bühne. Natürlich kann man nicht erwarten, dass sie alle Details der Forschung auch verstanden haben musste, aber insgesamt muss man schon davon ausgehen, dass sie aufgrund ihrer weitreichenden Einsichtnahme wohl ein sehr, sehr umfangreiches Wissen über ihr Arbeitsgebiet angesammelt hatte. Allein schon der Umstand, dass sie als intelligente Frau und Seiteneinsteigerin so lange mit dieser Aufgabe betraut war, spricht Bände. Nachdem ihr Einsatz in London zu Ende gegangen war, wurde sie nach Doll Green, Virginia versetzt, wo sie für die Abteilung der Waffenentwicklung der Marine in der gleichen Aufgabe eingesetzt wurde. Ihre Spezialität von nun ab war der Bereich Oberflächenwaffen. Ich persönlich hatte wenig Einblick, mit welchen Aufgaben sie genau betraut war, denn ihre Sicherheitsstufe verbot es ihr, mit mir darüber zu reden. Danach ging sie in den Ruhestand, zog nach Hawaii, war aber weiterhin freiberuflich mit Firmen tätig, die im militärisch-industriellen Komplex an Forschungsaufträge herankommen wollten. Deshalb kann man eigentlich sagen, dass sie dieses Gebiet im Grunde nie richtig verlassen hat. Somit hatte sie im Lauf ihrer beruflichen Laufbahn Zugang zu einer gewaltigen Menge an Informationen über alle möglichen Waffensysteme. Dazu kam noch ein riesiges Ausmaß an Wissen über den neuesten Stand fortgeschrittener Technologien.
Die entsprechenden Firmen waren meistens an ihrer Arbeit auf dem Gebiet von DARPA interessiert. Also Defense Advanced Research Projects Agency oder so ähnlich. DARPA ist zu einem Unternehmen geworden, das die umfangreichsten Geheimprojekte betreibt. Und dabei handelt es sich fast ohne Ausnahme um Hochtechnologie. Dort wird unter strengster Geheimhaltung an wirklich furchterregenden Sachen geforscht. Die verfügen über ein unglaublich riesiges Budget. Wie schon angemerkt, verließ meine Mutter auch im Ruhestand dieses Gebiet niemals. Und nachdem sie gestorben war, verfestigte sich bei mir der Eindruck, dass ich mich eingehender mit ihrem beruflichen Leben beschäftigen musste, um ihren Tod besser verstehen zu können. In London hatte sie mit einem der Wissenschaftler zusammengearbeitet, der im Rahmen der Operation Paperclip im Bereich der Atmosphärenphysik und Plasmaphänomene wichtige Forschungsarbeit für die Marine leistete. Seinen Namen werde ich aus gutem Grund nicht nennen, obwohl er mit seiner Arbeit in der Öffentlichkeit ziemlich bekannt ist. Während der Sichtung des entsprechenden Materials durch mich passierte dann am 31. Dezember 2010 der ungewöhnliche Tod von John Wheeler. Als ich dann die beiden Todesfälle zu vergleichen begann, wurde deutlich, dass er mit ähnlichen Dingen befasst gewesen war wie meine Mutter. Als Berater für die freie Wirtschaft war er mit besten Verbindungen zum Pentagon ausgestattet und unter anderem damit beschäftigt, als Lobbyist die Kontakte zwischen den Pentagon-Dienststellen und Auftraggebern aus der Industrie zu aller Vorteil zu entwickeln. Und wie gesagt, am 31. Dezember 2010 wurde seine Leiche in einem Müllcontainer gefunden. Er war umgebracht worden und ich glaube, es wurde niemals richtig untersucht. Am folgenden Tag, dem 1. Januar 2011, fielen auf einmal tausende Vogelleichen aus dem Himmel. Es war das erste Mal, dass tote Vögel in solch ungeheuren Mengen vom Himmel fielen. Fische wurden tot ans Land gespült, auch wieder aus keinerlei erkennbarem Grund. Wir haben solche Beobachtungen seither noch öfter gemacht, da sie begannen, sich in noch größerem Ausmaß zu wiederholen. Auch gerade jetzt wieder in den letzten beiden Wochen. Und wie bin ich dann auf diesen Weg gekommen? Am 10. Juli 2010 wusste ich praktisch überhaupt nichts über Dinge wie Geoengineering, Aerosol-Engineering oder Chemtrails, wie das in der Umgangssprache genannt wird. Am 11. Juli veränderte sich für mich alles. Meine gesamte Welt wandelte sich schlagartig vom Grund auf. Das war ein solches Zusammentreffen von Ereignissen. Also dieser Unfall brachte also den Impuls, sich überhaupt damit zu befassen? Ja, genau. Der Unfall brachte diese Veränderung. Und da ich auch als Autorin arbeite und schreibe, musste ich meine Entdeckung einfach aufschreiben. Ja, das hilft, um der Seele, die Seele zu erleichtern. Ja, das war genau das Gefühl, was ich hatte. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wohin mich dieses Buchprojekt führen würde und wie das enden sollte. Ich habe viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Auch dein Lob über die technische Seite des Romans, Joe, bedeutet mir sehr viel. Während der langen Monate meiner Nachforschungen begegnete ich Leuten, die mir mit kompetenten technischen Hinweisen weiterhalfen. Zum Beispiel Mark McCandlish, der dadurch zu meinem technischen Berater wurde. Er ist unglaublich aktiv in dieser Sache. Hast du ihn über das Internet gefunden? Da hat sich ja schon viele Sachen veröffentlicht. Ne? Ja, ich habe ihn im Internet entdeckt und das ist genau das Interessante dabei. Wenn man anfängt, dort nachzuforschen, dann sieht man, dass es in den USA viele Leute gibt, die nicht nur ihre Blogs schreiben, sondern auch ein paar Leute, die dauernd weiter forschen und die Erkenntnisse immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Das schlägt sich inzwischen schon in umfangreicher Arbeit wieder und diese Arbeit läuft schon seit Jahrzehnten. Diese Leute waren unermüdlich dran, obwohl sie immer wieder Drohungen bekamen und damit wirklich für sich selbst ein großes Risiko eingingen. Bis vor etwa 18 Monaten war es regelrecht gefährlich, öffentlich über dieses Thema zu reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute reden so viele Menschen darüber. Millionen von Menschen teilen inzwischen ihre Sorgen darüber. Und diese Öffentlichkeit macht die Sache insgesamt ungefährlicher. Wir durchleben ja aufregende Zeiten und diese Dinge kommen mehr und mehr zum Vorschein. Deshalb lass uns mal auf das Geoengineering kommen und wir zeigen mal ein paar Clips von einem deutschen Aktivisten, der tolle Aufnahmen mit Zeitraffer gemacht hat, um das Ganze darzustellen. Nico Hecker heißt er, glaube ich. Er zeigt, wie sich der Himmel über einen langen Zeitraum verändert, nachdem gesprüht wurde. Zuerst sieht man ein Flugzeug und man denkt, es ist normaler Kondensstreifen und dann taucht noch eins auf und normalerweise würden die Kondensstreifen ja in einer gewissen Zeit sich wieder auflösen. Das tun sie aber nicht. Und nach einer Weile sehen wir dann dieses Schachbrettmuster am Himmel und alles verschmiert sich und wird unmöglich grau.
Die Zeitrafferaufnahmen zeigen das sehr schön. Ja, Gott sei Dank machen diese Leute nun solche Aufnahmen und liefern uns damit klar die Beweise. Die wissenschaftlichen Belege für die Chemtrails sind inzwischen absolut unstrittig. Es ist alles eindeutig und klar belegt und bewiesen. Aber viele Menschen schauen immer noch nach oben und sagen, naja, das liegt daran, dass inzwischen der Flugverkehr so viel zugenommen hat, mehr als vor 20 Jahren. Was natürlich auch richtig ist, aber es ist nicht die Erklärung dafür. Nee, überhaupt nicht. Kondensstreifen lösen sich ja nach einer Weile auf, während diese Streifen lange am Himmel stehen bleiben. Sie sind offenbar etwas ganz anderes. Womit haben wir es denn bei den Chemtrails zu tun? Also, das sind Nanopartikel von Schwermetallen, die auf uns runterrieseln. Das ist das, was wir hier sehen. Und du hast vollkommen recht, Joe. Wir leben in einer Zeit, in der wir keinen richtig blauen Himmel mehr sehen, sondern nur so milchig verschmierte Grautöne die meiste Zeit. Bei uns nennt man das inzwischen Whiteout. Natürlich sind das keine Kondensstreifen. Kondensstreifen entwickeln sich in sehr großer Höhe bei ganz geringer Luftfeuchtigkeit und deshalb verschwinden sie auch ganz schnell wieder. Diese Wolken hier, und ich gebrauche diesen Ausdruck hier im weitesten Sinne, sind deutlich niedriger gelagert und enthalten eine Menge Luftfeuchtigkeit. Das sind keine normalen Wolken. Solche Wolken gab es früher nicht. Aber die jungen Leute heute wachsen mit diesem Himmel auf und glauben, das sei normal. Aber wir Älteren wissen, dass diese streifenförmigen Wolken früher nicht so da waren. Ja, jeder, der 30 oder jünger ist, muss darüber von uns Älteren informiert werden. Na, wie dem auch sei, die Programme hierfür bestehen erwiesenermaßen schon seit über 60 Jahren. Aber seit ich erwachsen bin und insbesondere während der letzten 10 Jahre, kann ich diese Veränderungen am Himmel beobachten. Es gibt kein richtiges tiefes Himmelblau mehr. Niemals zuvor habe ich Wolken gesehen, die als 160 Kilometer lange Streifen auftreten, dann auf einmal zu Gittermustern werden und dann allmählich verlaufen und auf uns alle runterrieseln. Diese Wolken haben eine unglaublich lange Verweildauer. Manche Leute sagen, dass es immer zur gleichen Zeit und an der aufeinanderfolgenden Tagen dieselben Abläufe gibt. Da scheint ein Plan mit genauen zeitlichen Fenstern dahinter zu stecken. In jedem Fall, es ist nicht natürlich. Die NASA hat neulich eine neue Liste für Wolken herausgegeben und die werden jetzt in den USA an allen Schulen verteilt, damit die Schüler lernen, alle Wolkenformationen genau zu identifizieren. Und dabei tauchen diese neuartigen Wolken ganz unauffällig mit auf. Kürzlich habe ich erfahren, dass der Begriff ionisierende Metallsalze in diesem Zusammenhang mit diesen Wolken immer öfter auftaucht. Eines der Hauptmittel ist ja Aluminium. Der Effekt zeigt sich ja unter anderem inzwischen bei den Pflanzen. Waldbrände sind schwerer zu löschen, da das Aluminiumoxid in die Wurzeln geht und es brennt dort weiter unterirdisch. Ja, das habe ich auch erst vor kurzer Zeit gehört und diese Erkenntnisse gehen auf die fantastische Arbeit von Dane Wigginton zurück. Er war im Verlauf dieses Jahres mit seiner wirklich sehr kenntnisreichen Arbeit sehr präsent in der Debatte. Er sprach auch über das Ansteigen des Methangehalts in der Atmosphäre und was diese Geoingenieure tun wollen, um den möglicherweise katastrophalen Methananstieg abzuwenden. Aber um nochmal auf die Bäume zurückzukommen, reden wir über die borealen Nadelwälder der Nordpazifikregion und auch über die ganzen Nadelwälder in Sibirien. 70% dieser Bäume sind inzwischen krank. Aber das ist die Lunge unseres Planeten. Und diese Schäden sind entstanden aufgrund der Metalle, die auf uns alle herunterrieseln. Wenn ein Baum mit Aluminium in Kontakt kommt, und das ist der Löwenanteil dessen, was da versprüht wird, schalten die Bäume ihre normalen Stoffwechselprogramme ab. Es ist wie so eine Art Selbstmord. Sie versuchen auf diese Weise, ihre DNA vor dem biologisch giftigen Aluminium zu schützen, das da in Form von Nanopartikeln in sie eindringt. Auch das Aluminium, das in den Boden eindringt, belastet den Baum. Es lässt die Bodenmikroben absterben, sodass die Erde praktisch steril wird, leblos. Und dadurch gibt es auch Probleme mit Pilzen. Normalerweise sind Pilze ein natürliches Glied in der Nahrungskette, denn sie verarbeiten das abgestorbene Holz zu Humus. Und wenn die Walderde weitgehend tot ist und steril, breiten sich Pilzarten immer weiter aus und werden auch auf den ja sowieso geschwächten Bäumen zu einer ernsthaften Bedrohung. Auch bei uns Menschen beobachten wir vermehrt Pilzinfektionen. Und diese sind einfach unserem Leben feindlich. Sie sind ein Anzeichen für einen Verfallsprozess.
Pilzinfektionen in den Atemwegen sind bei vielen Menschen inzwischen fast an der Tagesordnung. Es wird aber von den meisten gar nicht so wahrgenommen. Also wenn wir die Bäume betrachten, die sind ein wirklich sehr gutes Beispiel für den Teufelskreis, in dem wir uns bewegen. Da können wir sehen, dass die Wissenschaftler, die mit Geoengineering befasst sind, wirklich unmittelbar Leben zerstören. Stattdessen bieten sie dann ihre eigenen Lösungen an, stimmt's? Denn vor kurzem habe ich etwas erfahren, was mich wirklich verstört hat. Eine Nachricht, die schon 2010 die Runde machte. Es war übrigens ein sehr wichtiges Jahr in dieser Sache. Und zwar war es das. Das US-Landwirtschaftsministerium hat ein Programm verabschiedet, nach dem massenhaft genetisch veränderte Bäume angepflanzt werden sollen. Die sollen dort angepflanzt werden, wo diese Wissenschaftler glauben, es sei nötig. Ich denke mal, ihre Überlegung lautet, sie werden nicht mit dem Geoengineering aufhören, was die Bäume sterben lässt, sondern ersetzen einfach die toten Bäume mit noch mehr wissenschaftlich behandelter, manipulierter Bäume. Und die Sache mit den genetisch veränderten Bäumen ist die, sie sind vollkommen unfruchtbar, sie können sich nicht fortpflanzen. Da werden sich keine Vögel mehr drauf niederlassen. Diese Bäume bringen überhaupt kein Leben hervor. Sie sind ein totaler Ausdruck des Todes. Sie wachsen zwar selber, haben aber keine Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Genau wie die Pflanzensamen, die es zu kaufen gibt, die pflanzen sich ja auch nicht mehr fort. Genau, das sind alles diese Hybridsorten. Der Kern der Sache liegt darin, dass hiermit nach und nach die Möglichkeit der Fortpflanzung und Vermehrung immer mehr vermindert wird. Das betrifft uns und den Planeten insgesamt. Denn dessen natürliche, lebendige Wachstumsprozesse werden dadurch abgewürgt. Und das ist eigentlich erzeugt der Planet ja Leben und dient dem Leben und es ist ein ständiger Kreislauf. Und mit dem, was hier geschieht, zahlen wir einen unglaublich hohen Preis. Dan Wigginton hat 2013 gesagt, dass unsere Hauptaufgabe sei, diese Programme zu stoppen. Und ich bin darin vollkommen seiner Meinung. Die Sache ist die, dass wir meistens abgelenkt werden oder uns ablenken lassen und uns über die Kleinigkeiten und Details streiten, ob es nun wirklich ist und wie genau es funktioniert und so weiter. Aber die wissenschaftlichen Belege sind vorhanden und absolut unbestreitbar. Die Analysen der Zusammensetzung der Chemtrails sind dank der Leute, die diese Fakten gesammelt haben, auch vorhanden. Schon seit Jahrzehnten. Wir können uns es also ersparen, uns durch alle möglichen Kleinigkeiten und Details ablenken zu lassen. Die andere Seite baut gerade dazu auf, dass wir das mit uns machen lassen. Sie tun, was immer sie wollen. Das ist ja das Prinzip Teile und Herrsche. Sie verwirren die Menschen, sagen, es seien nur normale Kondensstreifen. Aber sie zerstören diesen Planeten und wir müssen wirklich deutlich sagen, Schluss damit. Normalerweise halte ich mich ein bisschen zurück, aber sie zerstören wirklich diesen Planeten. Und das muss aufhören. Dane und andere Leute haben kürzlich gesagt, dass sie eigentlich selbst ziemlich verzweifelt sind, denn diese Entwicklungen haben mittlerweile globale Rückwirkungen und inzwischen sind die natürlichen Zyklen und Kreisläufe auf unserem Planeten schwerwiegend durcheinander geraten. Das Wetter zu kontrollieren versuchen die Menschen schon lange, schon die alten Mayas haben das versucht, wir haben versucht Regen zu erzeugen. Auch da ging es letztlich um Wetterkontrolle. Aber im 20. Jahrhundert kamen dann die Programme, mit denen das Wetter für militärische Zwecke ausgenutzt werden sollte, dazu. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo weltweit die Luftströmungen und die Meeresströmungen beeinflusst werden. Viele Leute merken das nicht und wissen auch gar nicht, dass die Meeresströmungen unser Wetter sehr stark beeinflussen. Die Warmwasserströmungen sind neuerdings dort anzutreffen, wo sie bisher nicht zu sehen waren. Und auch die Kaltströme sind aus ihrem Gleichgewicht geraten. Alles ist total durcheinander im Moment und unterbrochen. Wissenschaftlich ist erwiesen und klar, dass die Ozonschicht inzwischen sehr stark zerstört ist. Und zwar durch Geoengineering. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob unsere Mütter ihre Toupet-Frisuren früher mit Haarspray fixiert haben. 1966 soll das ja gewesen sein und das soll die Ozonschicht gestört haben, aber das ist totaler Unsinn. Das hat mit der Geoingenieursarbeit zu tun. Die Ozonschicht kann sich unter bestimmten Bedingungen regenerieren, aber das ist gar nicht gewollt. Inzwischen werden alle natürlichen Prozesse und Zyklen auf der Erde unterbrochen. Alles, was die Erde an Selbstheilungskräften zur Verfügung hat, wird vehement behindert. Dane hat gesagt, und ich bin auch seiner Auffassung, das Wichtigste ist jetzt, dass wir dieses Geoengineering stoppen. Also, wir müssen wissen, erstens, wer sind die Organisationen und Leute dahinter? Und was können wir tun, um das zu stoppen? Wir brauchen dafür einen klaren Beschluss, einen Willensakt.
Das ist sehr, sehr wichtig für uns und als Menschen, denn es betrifft uns alle. Wir müssen dazu Nein sagen. Diese Botschaft muss sehr laut und klar sein. Und das ist der Willensakt, den wir alle leisten müssen. Ja, denn Sie werden sagen, okay, niemand hat etwas gesagt, also warum sollten wir damit aufhören? Das ist ein krankhafter und psychotischer Geist, der in diesem Vorgehen zum Ausdruck kommt. Und trotz dieser immer verzweifelteren Maßnahmen werden Sie wohl nicht damit aufhören. Ihre Aktivitäten werden sogar immer noch an Intensität zunehmen, da Sie in Ihrem Irrsinn hoffen, das zu verhindern, was Sie selbst losgetreten haben. Und das ist, frei nach Einstein, wirklich der pure Wahnsinn. Stimmt's? Ja, absolut. Jetzt würde ich gerne noch etwas ansprechen, was Dan Wigginton in diesem Jahr sehr beschäftigt hat. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Es geht um die Methanausgasung. Die hängt mit der Schmelze des arktischen Eises zusammen. An diesem Punkt der Debatte kann man natürlich fragen, ja, schmilzt denn das arktische Eis nun wirklich oder doch nicht? Wir können uns da an diesem Punkt verbeißen und dann dabei stecken bleiben. Aber diesen Luxus, uns damit näher zu befassen, können wir uns im Grunde gar nicht erlauben. Denn ob das Eis nun schmilzt oder nicht, ist im Grunde unerheblich. Denn das Lager der Geoingenieure tut so, als würde es auf immer verschwinden und ergreift jetzt alle möglichen Maßnahmen, die noch viel schlimmer sind. Es gibt eine Arbeitsgruppe mit dem Namen Methan Ernstfall Geoengineering Association. Man findet sie auch unter diesem Namen Emergency Geoengineering Association, MEGA, im Internet. Einer der Wissenschaftler, die über diesen Punkt schon sehr, sehr deutlich in der Öffentlichkeit gesprochen haben, ist Ken Caldera, der wohl mit zu dieser Arbeitsgruppe gehört. Diese Geoingenieure sind offenbar total panisch, weil sie die Ausgasung sehr großer Mengen von Methan auf unserem Planeten befürchten. Angeblich reichen allein die Lagerstätten unter dem Schelfeis in Sibirien schon aus, um alles Leben auf unserem Planeten auszulöschen, wenn das alles in die Luft freigesetzt wird. Schlusspunkt, Ende des Lebens wäre das. Und wenn Sie das so stark in der Öffentlichkeit propagieren, dann können Sie, egal ob das stimmt oder nicht, uns auch wieder Ihre Lösungsvorschläge überstülpen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, und ich glaube, das habe ich schon begriffen, denn ich habe das von dem unermüdlichen Dane, und er ist wirklich eine Autorität auf seinem Gebiet, dann wollen Sie mit HARP, also mit diesen Ionosphärenheizern, dagegen angehen. Was hierbei auch interessant ist, ist, dass hier HARP und Chemtrails auf einmal zusammenkommen. Und das, daran können wir merken, wie verzweifelt die eigentlich sind. Sie wollen mit der HARP-Maschine elektronische Interferenzmuster hervorbringen, die sich dann in der Atmosphäre ausbreiten und ähnliche Effekte erzielen wie die atmosphärischen Atombombentests. Damit wollen Sie dann die Wirkung der Methanwolke in der Atmosphäre auflösen. Na, das ist ja wirklich eine ganz tolle Lösung. Naja, wenn man sich das klar macht, verändert sich komplett das ganze Spielfeld. Es ist im Grunde völlig wurscht, ob das Eis schmelzen wird oder schon geschmolzen ist. Einen solchen Schritt dürfen diese Wissenschaftler einfach nicht unternehmen. Da ist wirklich ein Punkt erreicht, an dem wir sagen müssen, bis hierher und nicht weiter, stopp. Die Erde kann sich sehr wohl selber wieder heilen. Absolut. Sie ist so ein machtvolles, spirituelles Wesen. Und es gibt noch etwas, was ich gerne ansprechen möchte, solange ich hier reden darf. Natürlich, hau rein. Es ist nicht nur so, dass diese Wissenschaftler wirklich davon ausgehen, dass es eine sehr ernste Situation ist, sondern es ist noch schlimmer. Sie agieren wie ein verwundetes Tier in der Falle. Also, das wild um sich tritt. Genau, völlig panisch. Und das deutet darauf hin, dass noch schlimme Dinge angesagt sind. Und wir müssen unbedingt aufhören, nur herumzudiskutieren und stattdessen dieser Sache wirklich den Riegel vorschieben. Wir können das schaffen. Ich habe dir schon im Januar in unserem Interview gesagt, als kurz nach dem Tod meiner Mutter 2011 die Sache in Fukushima passierte, war mir klar, dass es jetzt an der Zeit wurde, endlich öffentlicher darüber zu sprechen. Denn es passieren Dinge auf unserem Planeten, durch die klar wird, dass die uns auf welche Weise auch immer umbringen wollen. Und deshalb haben wir insgesamt angefangen, darüber zu reden. Und in dieser Zeit musste ich mir auch genau überlegen, ich habe ja selbst Kinder, wie rede ich mit ihnen darüber? Sie sind mehr oder weniger erwachsen. Man muss sich also überlegen, wie spricht man mit ihnen über diese Dinge, denn die werden den Planeten verändern.
Sie haben noch eine Spanne von mindestens 70 Jahren Leben vor sich. Und wie sollen Sie mit diesen Problemen umgehen? An diesem Punkt wurde mir klar, dass meine Kinder hier ja ihre eigene Zukunft gestalten und leben wollen und müssen. Und das Ganze wirkt auf mich wie ein riesiger Irrweg. Eine Überhandnahme des Bösen. Und ich möchte, dass meine Kinder frei sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, die aufgrund ihres eigenen Karmas zustande kommen. Sie sollen selber herausfinden, warum sie hier sind. Und das soll ihnen nicht aufgrund dieser Panik weggenommen werden. Das ist ja einer der Punkte. Diese Leute haben das Ziel, den Planeten mit so viel Angst wie möglich zu überziehen. Wenn ich bestimmte Dinge herausfinde, wie zum Beispiel in dem Forum für Geoengineering Emergency mit seinen Plänen für den Planeten, dann habe ich den Eindruck, da geht es wirklich um den Horizont, den meine eigenen Kinder noch haben in ihrem Leben. Möglicherweise sind sie deswegen gerade jetzt hier, auch damit sie lernen, mit dieser Problematik umzugehen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, gerade zu dieser Altersgruppe zu sprechen, zu den jungen Menschen, die jetzt reife Teenager und um die 20 sind. Denen ist oftmals überhaupt nicht klar, dass ihre Zukunft, ihre gesamte Existenz an einem silbernen Faden hängt. In vielen Computerspielen und Filmen, die uns die Welt der Zukunft zeigen, sieht man ja schon, wie das aussehen wird, dieser grau-gelbe, schlierige Himmel. In den Matrix-Filmen, wo unsere Welt als sehr dunkel und düster dargestellt wird. Es scheint, als würden wir auf etwas vorbereitet, was uns in der Zukunft erwartet. Und das ist wirklich nicht lustig. Nun zurück zu den Kindern und den Gesundheitsproblemen, die du angesprochen hast. Du hast von den Partikeln gesprochen, die wir einatmen und die auch in den Boden gehen, dieses Nanozeugs, das wir über die Nahrung auch aufnehmen. Kannst du mal erzählen, was das für einen Effekt auf uns hat? Okay, ich habe ein paar Notizen mitgebracht. Normalerweise tue ich sowas nicht, aber in diesem Grund ist es so ein komplexes Problem, da brauche ich die. Wir als die Brückengeneration können und sollten das alle gemeinsam angehen. Es ist wirklich wichtig, dass wir das auch alle tun. Wir kennen die Vergangenheit und wissen, was heute passiert, ist nicht okay. Ich bin jemand aus den 50er Jahren. Das macht mich zu einem Kind des 20. Jahrhunderts. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, was natürlich ist und was nicht. Meine Kinder sind alle Mitte der 90er geboren. Damit sind sie Menschen des 21. Jahrhunderts. Für sie ist es viel schwerer, den Unterschied zwischen natürlich und künstlich immer sofort zu erkennen. Gesundheit war für uns natürlich. Wir fühlten uns unzerstörbar. Jetzt werden wir immer anfälliger und kränker. Und diese Veränderung ist innerhalb einer einzigen Generation aufgetreten. Es ist, als würden wir auseinanderfallen, oder ein besseres Wort dafür fällt mir momentan nicht ein. Die jungen Leute denken aber, es sei ganz normal, mit all diesen Krankheiten aufzuwachsen, mit all diesen pathologischen Erscheinungen, die früher ein Mensch erst am Ende seines Lebens erfahren musste. Die jungen Menschen wachsen auf wie die Kanarienvögel in der Kohlenzeche. Das ist so eine amerikanische Redewendung. In den Kohlenzechen waren es die Vögel, die zuerst am Gas erstickten und damit die Bergleute warnten. Und unsere jungen Leute sind inzwischen vollgepflastert mit lauter großen und kleinen Zipperlein. Und es kommt von all den Sachen, die aus dem Himmel auf uns herunterrieseln. Ich habe mal eine Liste all der Dinge zusammengestellt, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen sind. Die jungen Leute müssen verstehen lernen, dass diese Dinge nicht normal sind. Was für Symptome sind das denn besonders jetzt? Also, die Zeiträume, die es braucht, bis Wunden und Hautentzündungen heilen, haben immens zugenommen. Oder Wunden heilen gar nicht mehr richtig aus. Die Körpertemperatur vieler junger Menschen ist meist chronisch niedrig. Man hat festgestellt, dass Sauerstoffmangel im Gewebe ist, weil unsere Zellen jetzt die Nanopartikel aufgenommen haben und damit wichtige Stoffwechselprozesse unterbunden werden. Auch das Immunsystem wird stark in Mitleidenschaft gezogen. Das öffnet ganz vielen Immunerkrankungen Tür und Tor. Die Abläufe in den Mitochondrien, den Kraftwerken in unseren Zellen, sind gestört. Genau an der Stelle, wo für uns die Energie für alles Lebendige hergestellt wird. Also am Zitronensäurezyklus. Dazu kommt ein extremer Anstieg von Zahnproblemen, von chronischem Hautjucken, von merkwürdigen Kribbeln in der Haut. Unsere Haare sind in Mitleidenschaft gezogen. Und nicht zu vergessen, es gibt immer mehr Menschen mit Erschöpfungszuständen, CFS. 16-Jährige mit ausgedehnten Phasen in chronischem Erschöpfungszustand, CFS. Das ist doch nicht normal. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Außerdem gibt es immer mehr Schlafstörungen, dass die Menschen nicht mehr in sich zur Ruhe kommen.
Es hat natürlich auch mit vielen anderen Dingen zu tun. Es hängt aber alles miteinander zusammen. Es ist alles sehr unnatürlich. Chronische Gelenkschmerzen, die sich jeder Behandlung entziehen. Verdauungsprobleme wie poröse, undichte Darmwände. Das sind Probleme, die normalerweise bei alten Leuten auftreten. Heute stellt man das vermehrt bei Kindern fest. Zum Beispiel dieses Gärt, also Sodbrennen. Ja, das ist ja eigentlich früher ein Problem mehr der älteren Menschen gewesen. Ja, und heute bekommen es die Kinder, weil ihr Verdauungstrakt nicht mehr richtig arbeiten kann. Auch Atemwegsprobleme, das ist ein anderer Bereich, über den wir hier reden müssen. Die haben sich in den USA inzwischen auf den dritten Platz der Ursachen für Krankheiten mit Todesfolge vorgeschoben. Es gibt ganz viele Anfälle von trockenem Husten und galoppierende Lungenentzündung, denn wir alle atmen ständig diese Nanodinge ein. Dazu kommen dann noch die ganzen Harnwegsinfektionen. Wir sind auf der Zellebene schon derartig aus der Balance, dass wir oft mit Chlamydieninfektionen zu tun haben. Dazu kommen Zuckerungleichgewichte, Hypoglykämie, Hefeinfektionen. Und es sind alles Symptome dafür, dass es aus dem Gleichgewicht geraten ist. Da könnte man eigentlich vermuten, dass das Symptome sind, die ich hier beschreibe, mit denen alte Leute zu kämpfen haben. Aber ich rede hier über allgemein verbreitete chronische Probleme bei Kindern. Das ist unheimlich. Ja, und die Kinder wissen gar nicht, dass das alles nicht normal ist. Ich möchte noch gern was dazu sagen, warum das alles passiert. Das steht mit den Nanopartikeln in Zusammenhang, die auf uns runterrieseln. Aluminium ist der erste Punkt, den wir uns anschauen. Es ist absolut gegen das Leben gerichtet, da Aluminium biologisch nirgendwo im Körper vorkommt. Und ist es nicht dem Aluminium zu verdanken, dass das Erinnerungsvermögen vielen unserer Eltern und Großeltern ausgelöscht wurde? Die Verbindung zu Alzheimer und Aluminium ist inzwischen klar belegt. Gab es eine Generation, die sonst hätte sagen können, irgendwas stimmt hier grundsätzlich nicht mehr? Das Erinnerungsvermögen dieser Menschen und ihre Möglichkeit, uns solche Dinge mitzuteilen, ist in sehr, sehr vielen Fällen vollkommen gestört. Aluminium verbindet sich noch dazu mit Fluor. Und damit sind wir ja besonders in Amerika völlig überfrachtet. Wir sind eines der wenigen Länder der Erde, wo Fluor überall im Trinkwasser ist, weil es zugesetzt wird. Es ist in der Zahnpasta und so weiter. Wir sind total damit angefüllt. Und wenn Aluminium sich mit Fluor verbindet, kann das zu massiven Knochenproblemen führen. Rachitis, Osteomalardie, Knochenbrüche und dergleichen. Dann rieselt Barium auf uns herab aus den Chemtrails. Ein weiterer, sehr einfach zu identifizierender Nanopartikel, den wir auch einatmen. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass Barium 10.000 Mal so giftig ist wie Blei. Wir haben Probleme mit Blei gehabt, das haben wir verstanden und wir haben es aus unserer Umwelt entfernt. Also dieses Spielzeug aus China mit Blei in den Farbstoffen. Ja, Blei. Ha. Barium ist 10.000 Mal giftiger als Blei. Und das Zeug lassen sie auf uns runterrieseln. Und jetzt erzähl mir doch mal jemand, was das mit den Gründen für dieses Programm zu tun hat. Das war doch eigentlich die Klimaerwärmung. Was hat die atmosphärische Verseuchung unseres Lebensraumes mit Barium mit dem Klimawandel zu tun? Wir müssen uns diesen Fragen stellen und da weiter nachbohren. Plötzlich wurde dann auch Arsen und Cadmium gefunden. Und ich möchte mal kurz einwerfen, dass sich in den USA, im wunderbaren Staat Maine, inzwischen eine politische Partei gebildet hat, die von Ginger Taylor und anderen Frauen mit autistischen Kindern aufgebaut wurde. Sie heißt aus gutem Grunde die Kanarienpartei. Diese Partei hat sich inzwischen über die ganze Nation ausgebreitet und wird fast nur von den betroffenen Eltern organisiert. Diese Eltern wissen, dass die Probleme ihrer Kinder sehr schwerwiegend, teilweise lebensbedrohlich sind. Und sie sind der Meinung, dass die Ursachen dafür vorwiegend in den Veränderungen unserer Umwelt zu suchen sind. Deshalb müssen wir zu den Menschen sprechen, die symbolisch gesagt die Kanarienvögel im Bergwerk sind. Und das sind die jungen Leute. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie erfahren, dass ihre chronischen Symptome keine normale Ursache haben. Du sagtest ja auch, dass Sie, also die Kräfte hinter den Sprühaktionen, uns kontrollieren wollen, indem wir diese Nanopartikel einatmen und sich etwas in uns aufbaut wie eine Signatur, über die wir beobachtet und gesteuert werden können. Ja, das können Sie. Und ich bezeichne das mit dem Begriff Bioakkumulation.
auch wieder so ein Begriff, von dem ich vor dem Tod meiner Mutter überhaupt keine Ahnung hatte. Bioakkumulation, also die Anhäufung dieses Materials in uns Lebewesen, scheint für diese Kräfte ein großes Anliegen zu sein. Wenn wir darüber reden, müssen wir auch über die Entwicklung künstlicher Fasermaterialien sprechen. Auf uns rieseln ja nicht nur diese Schwermetalle nieder, die sich dann als metallische Salze auflösen können. Diese Nanopartikel können sich schon in der Luftfeuchtigkeit auflösen. Wenn man ein Problem hat, sich das vorzustellen, hier ein Beispiel. Man braucht nur eine winzige Menge an normalem Kochsalz, um ein Glas mit frischem Wasser ganz grundlegend in etwas anderes zu verwandeln. Ganz wenig. So, jetzt haben wir also plötzlich diese Salze in unserer Atmosphäre. Wir leben jetzt auf einmal mit einer Atmosphäre, die elektrisch leitfähig ist. Das heißt, durch diese Atmosphäre können jetzt elektromagnetische Wellen viel besser transportiert werden. Eigentlich sollte die Atmosphäre neutral sein. Wenn wir neutral sagen, sind das Bedingungen, in der das Leben blühen und gedeihen kann. Jetzt haben wir plötzlich diese Metalle in der Atmosphäre, die leitfähig sind. Dann haben wir auch in unserem Körper diese Metalle und unsere Körper bestehen hauptsächlich aus Flüssigkeiten. Also wird auch hier die Leitfähigkeit erhöht. Nun sieht es so aus, dass die Potenziale von außen manipuliert werden und das geht dann auf der Zellebene ganz tief mit unserem Körper in Resonanz. Das heißt, es werden Signale gesendet und die wirken dann in uns bis tief in die DNA hinein. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass metallische Salze in Mikrogröße auf uns niederrieseln. Bei Mikro kommt die Sprache auch auf Asbest. Asbest hat Fasern von 2 Mikron Durchmesser. Asbest wurde, wie wir alle wissen, wegen seiner Schädlichkeit für die Lunge überall verboten. Und bei diesen neuen Partikeln sprechen wir von Submikron-Ebenen. Das heißt, es gibt noch eine andere Gruppe von Substanzen, die als Fasern auf uns runterrieseln. Clifford Carnicom in Neumexiko hat ausgiebig darüber nachgeforscht und vor kurzem hat er das Verhalten dieser Fasern beschrieben und das klingt äußerst beunruhigend. Diese Fasern sind ebenfalls im Submikron-Bereich anzutreffen. Und damit hängt ein Phänomen zusammen, das als Morgellons-Krankheit bekannt wurde. Morgellons-Krankheit verstehe ich so, dass es bei den Leuten auftritt, deren Körper versucht, sich dieser Fasern durch eine Abstoßungsreaktion wieder zu entledigen. Durch die Haut und... Ja, diese Fasern kommen durch die Haut wieder heraus, man kann sie sehen und wenn man ein Elektronenmikroskop darauf richtet, kann man sogar Kristalle entdecken. Man kann auch beobachten, wie sie sich im Inneren reproduzieren. Das sind dann ziemlich eklige kleine Faserknäule. Manche Menschen stoßen die ab und wir können sie dann sehen und denken, du meine Güte, was ist das denn? Das ist ja wie im Science-Fiction-Film Alien. Ja, aber wir haben diese Fasern alle in uns. Nur wir stoßen sie nicht ab, sie lagern sich bei uns ein. Wenn wir also keine Symptome von Morgellons haben, bedeutet das trotzdem, dass wir sie in uns haben? Ja, und darüber muss man wirklich dringend nachdenken. Wir alle tragen das in uns und jetzt diskutiert man darüber, ob man es jetzt Morgellons Krankheit oder Morgellons Syndrom nennen soll. Aber das ist nur bei denen, die Fasern abstoßen. Aber wir sind alle die ganze Zeit diesen Fasern ausgesetzt. Na danke, dass du mir das so erzählst. Diese Fasern sind im Mikronenbereich von der Größe her. Manchmal werden sie aber auch sichtbar. Gerade habe ich ein Video gesehen, das kam aus Deutschland, wo ein Mensch in einer klaren Sommernacht eine Kamera mit ultraviolettem Licht draußen installiert hatte und dadurch konnte man sehen, wie unglaublich heftig gesprüht wurde. Die schiere Menge an dem Zeug war wie eine dicke Wolke, obwohl man mit dem nackten Auge überhaupt nichts sehen konnte. Die Luft war gesättigt mit dem Zeug und das alles atmen wir ein. Und das ist nun das, was wir gerade mal sehen können, weil es so groß ist. Wenn es im Submikronenbereich angesiedelt ist, können wir es auch mit UV-Licht nicht mehr sehen. Und diese Fasern, die ich jetzt zum Beispiel einatme, sind mit GNA befrachtet. GNA ist es praktisch eine synthetische Version von DNA. Auch hier würde ich gerne mal wissen, was machen eigentlich diese Partikel in uns? Also was bewirkt eine synthetische DNA-Form in uns? Uns wird gesagt, eine synthetische DNA-Form, also GNA, sei im Kampf gegen die Klimaerwärmung wichtig. Ja, das möchte ich wirklich gerne mal wissen. Im Grunde sind das hier doch Experimente, medizinische Menschenversuche an uns allen, oder? Ja, genau.
Also diese GNA reagiert, genau wie unsere DNA, auf Frequenzfelder. Dazu kommt nun eine Atmosphäre, die durch die Metalle, die in sie geleitet werden, stark leitend ist. Man kann dann Signale in die Atmosphäre absetzen, die eine Frequenzresonanz in der DNA in unserem Gewebe erzeugen kann. Wir sollten also verstehen, dass über Habe und andere Anlagen auf der Welt entsprechende Gedankenmuster oder auch die Frequenzen von Krankheiten ausgesendet werden können. Alles ist ja elektromagnetisch und wenn man die entsprechenden Frequenzen hat, kann man Krankheiten und alles mögliche andere damit erzeugen. Natürlich. Und es geht sicherlich auch darum, die Manipulation vorzunehmen, indem die Struktur der DNS-Doppelhelix, der DNA-Doppelhelix, wie eine Antenne benutzt wird. Das ist keine Frage. Die wirklich interessante Frage ist, warum macht man das? Und wir sind natürlich umgeben heutzutage von elektromagnetischen Anlagen und Strahlungsfeldern. Wir beide sind sicherlich so alt, dass wir uns noch daran erinnern, wann das alles begann, auf uns herunterzuregnen. Die Gwen-Sender, die Mikrowellen, Fernsehen, Radios, alles, was sonst noch in der Luft rumschwirrt, WLAN. Geoengineering.org. Geoengineering.org ist eine gute Webseite, eine amerikanische, wo diese Infos alle drauf sind. Und hier laufen all die Informationen und Forschungsergebnisse und weniger bekannte Fakten über das Geoengineering-Programm zusammen. Dort habe ich auch diese Informationen gefunden darüber, dass unsere DNA mit einer Hybridversion ersetzt oder bereichert werden soll. Ich möchte gerne mal wissen, warum? Und das gilt speziell auch für unsere Bäume und den Versuch, unsere Wälder mit einer unnatürlichen und lebensfeindlichen Art, die mit Geoengineering und Genmanipulation verändert ist, aufzuforsten. Ich will keine synthetische DNA in meinem Körper, vor allem nicht, wenn ich nicht gefragt werde. Ich brauche das nicht. Und ich wüsste gerne mal, was das soll. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir jetzt eine kritische Schwelle erreicht haben. Und ich werde an dieser Sache weiterhin dranbleiben. Noch mehr, als es im Anfang dieses Jahres der Fall war. Denn das sind jetzt neue Informationen, die die Sache noch brisanter gemacht haben. Das andere, worüber ich reden möchte, ist die Frage, warum machen die das alles? Ich bin mir ziemlich sicher, wie auch schon Anfang des Jahres, dass der Grund dafür, dass wir im Moment so viel mit diesen Dingen zu tun bekommen, auch darin liegt, dass so viele unserer Mitmenschen als spirituelle Wesen auf diesem Planeten sind und diese Dunkelheit ins Licht bringen wollen. Das kann uns manchmal Angst machen, aber es fühlt sich so an, als würden wir mit all diesen Informationen insgesamt doch weiterkommen. Es geht ganz vielen Menschen darum, diese Sachen von der Dunkelheit ins Licht zu bringen, um dadurch bei der Heilung der Erde zu helfen. Und wenn wir das einfach ignorieren, dass diese Dinge geschehen, dann bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht existiert. Es ist vorhanden in der Dunkelheit und um es loszuwerden und zu entsorgen, müssen wir es ans Licht bringen. Wenn ich also darüber nachdenke, wer auf diesem Planeten könnte derartiges veranstalten, während er hier auf dem Planeten ist? Ich denke, ich halte uns für spirituelle Wesen und für Mitschöpfer, denn das sind wir einfach. Wir sind Mitschöpfer und in meinem Weltbild entspricht das der 10. Hierarchie, eine unter den Engeln. Das sind Begriffe für spirituelle Wesen. Und im Moment durchlaufen wir gerade eine Phase des beschleunigten Aufstiegs, des Aufwachens, die uns letztendlich zu uns selbst führt. Das ist wirklich wichtig. Es gibt allerdings auch Wesen auf diesem Planeten, die offenbar nicht in der Lage sind, als Mitschöpfer in einer spirituellen Weise auf natürliche Art zu agieren. Sie können nichts erschaffen. Und wenn man sich die Dinge anschaut, die diese unternehmen, sind sie nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, eine verzerrte Form der Schöpfung hervorzubringen? Ja, wie ein Kind, das dauernd das Spielzeug kaputt macht. Ja, also zum Beispiel eine Ersatzversion von DNA auf uns loszulassen, das ist doch eine Kopie der Schöpfung. Wir können keine DNA machen. Als Schöpferwesen kann man einen Baum wachsen lassen. Aber wenn man ein Wesen ist, das dieses Schöpferpotenzial nicht hat, wird man natürlich keinen Baum erschaffen können, der wirklich lebt. Und das sind dann diese stummen Wälder, mit denen sie uns beglücken wollen. Den Mitschöpfer erkennt man ja gerade daran, dass er die Fähigkeit hat, wie in der Rolle einer Hebamme,
diese lebendigen Prozesse, in denen sich ein geistiger Funke befindet, lebendig zu unterstützen, damit dieser geistige Funke sich vermehren kann. Wir alle hatten mal eine ganz unmittelbare Verbindung zu dieser Fähigkeit. Wir finden das in den alltäglichen Abläufen der traditionellen Bauernhöfe mit ihrem Zusammenleben mit den Tieren und so weiter. Die waren
das auch alles Teil des dunklen Plans sein, uns alle im manipulierten Zustand zu halten und zu reduzieren. Aber das Aufwachen hat begonnen und wir tun dafür, was wir können. Ja, genau das kann man dazu sagen. Und ich ermutige jeden, das selber für sich anzuschauen. Das ist ganz wichtig, damit wir diese Sache angehen. Befasst euch mit der Agenda 21, befasst euch mit dem Codex Alimentarius. Darüber wissen die Menschen noch viel zu wenig. Diese Dinge sind schon 1961 geplant worden. Meine inständige Bitte, befasst euch das, schaut euch das an. Das ist wieder so eine Sache, wir kommen da auf ein Thema, über das viel gestritten und diskutiert wird. Auch über die Frage, ob das nun wahr ist oder nicht. Aber das muss heute der Dringlichkeit wegen etwas im Hintergrund bleiben. Unser Spielraum bleibt begrenzt und wir haben nicht so viel Zeit, uns die Zeit mit großen Debatten zu vertreiben, wenn es ums Ganze geht. Natürlich bin ich deiner Meinung, wenn es um die Frage der Bevölkerungsreduktion um jeden Preis geht. Manches davon muss momentan vernachlässigt werden, weil sie nun an einem Punkt sind, wo sie Dinge anfangen, mit denen sie wirklich das Leben des gesamten Planeten riskieren. Ja, wir müssen langsam zum Schluss kommen, trotz des schwierigen Themas. Deswegen möchte ich dich nochmal fragen, wie du das siehst. Sind wir nicht auch in einer aufsteigenden Bewegung? Wir haben es zwar mit Kräften zu tun, die uns zurückhalten wollen, aber denkst du positiv darüber? Ja, ich sage dir, was ich denke. Ich glaube, das Licht wird immer gewinnen. Ich glaube, das Leben kann nicht verhindert und verneint werden. Und ich glaube, es handelt sich um die verzweifelte Aktion eines negativen, unerleuchteten inneren Kreises. Und die wollen uns stoppen in dem, was wir tun. Und sie wollen unseren Platz als Mitschöpfer für sich vereinnahmen. Das kann nicht funktionieren und das ist ganz offensichtlich. Ich denke auch an die Vorstellung vom Stachel in der Seite. Das ist wie in der Geschichte in der Bibel von Paulus auf der Straße nach Damaskus, wie er auf einmal den inneren Stachel des Bewusstseins spürte und so zu dem wurde, als den wir ihn heute kennen. Ich glaube, dass dieser sprichwörtliche Stachel immer eine große Rolle in unserem Leben spielt. Durch diese Stachel werden wir dazu gebracht, Dinge zu unternehmen und einen Sprung zu wagen. Wir können auch nicht die ganze Zeit einfach nur zugucken und nichts tun. Nee, wir müssen zu dem werden, wofür wir eigentlich hier sind. Und dazu ist vielleicht manchmal auch ein negativer Einfluss nötig, an dem wir uns abarbeiten. Und ich denke, genau das ist hier der Fall. Ich glaube, dass sie uns im Grunde regelrecht einen großen Gefallen getan haben und kann dazu nur Danke sagen. Danke, dass ich den Stachel in meiner Seite gefunden habe, der meine totale Verwandlung eingeleitet hat, der uns auf die nächste Ebene katapultiert hat, der uns, mal ehrlich gesagt, dazu veranlasst hat, die nächste Stufe unseres Seins zu erreichen. Ich sehe die Dinge sehr positiv. Das ist der Anfang vom Ende dieser ganzen Maßnahmen. Das ist der Punkt, wo sich die Gezeiten umschlagen. All das negative Material kommt jetzt ans Licht und kann dann geheilt werden. Man kann einen lichten Raum mit ein wenig Dunkelheit nicht verdunkeln, aber man kann sehr wohl einen dunklen Raum mit ein bisschen Licht total verändern. Ja, und wir sind Mitschöpfer. Das ist für mich äußerst wichtig. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir können nicht einfach rumsitzen und uns fragen, was können wir tun? Wir können viel tun, obwohl wir natürlich die Sprühflugzeuge nicht einfach vom Himmel pflücken können. Aber kollektiv werden wir eine Änderung bewirken. Ja, und deshalb, wenn wir uns als Mitschöpfer begreifen und erfahren und uns die Macht bewusst wird, die wir damit haben, auf diesem, auf unserem Planeten, dann sehen wir auch, was für eine Manifestation das ist, die da zerstört werden soll. Was wollen Sie denn eigentlich loswerden? Sie wollen all die Dinge verneinen, die unser Geburtsrecht sind, die uns befähigen, hier kreativ zu leben. Und wir haben die Intelligenz des Herzens, die auf einer so hohen Frequenz vibriert, dass Sie sie nicht erreichen können. Ja, die Intelligenz des Herzens. Sie können uns manipulieren über Emotionen oder den Verstand, aber wir sollten deswegen immer in der Herzqualität bleiben. Ja, genau. Ich hoffe, dass ich das noch einfügen kann. Eins der Dinge, die hier sehr wichtig sind, die in meiner eigenen Welterfahrung eine Rolle spielen, ist die der kosmischen Atembewegungen. Wie oben, so unten. Diese Atembewegung hebt uns rhythmisch konstant an in diese eher geistigen Sphären und dann wieder herunter. Dieser Gezeitenwechsel des Lebendigen, das ist die Verbindung. Und eine der biologischen Funktionen, die sie besonders angreifen, ist die unserer physischen Atmung. Genau wie die Pflanzen haben wir durch das Ein- und Ausatmen einen Einfluss auf den Planeten. Dazu kommt noch die Intelligenz des Herzens, Jo.
Und das ist die kosmische Atmung, von der wir reden. Die haben sie nicht. Sie können das nicht herstellen. Und wir sind im Prozess, das alles zu entdecken, und wir ermutigen alle unsere Zuschauer, das auch einzusetzen. Diese Kraft, die wir haben, diese Dinge zu verändern. Deshalb möchte ich zum Schluss noch einmal auf das Buch hinweisen und das in die Kamera halten, denn es ist fantastisch geschrieben und es bringt am Ende sogar eine Lösung ins Spiel, die vielleicht auch im morphogenetischen Feld wirken wird. Einige Leute sagen, wir schreiben keine Fiktion. Okay, hoffen wir, dass es so ausgehen wird. Vielen Dank, Cara. Danke, Joe. Danke. About what?